Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Gründer des Aktienfinders. Bei uns und unseren annähernd 60.000 Mitgliedern dreht sich alles um das langfristige Investieren in Aktien. Und ich wünsche mir, dass auch du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitierst. Warum glaube ich, dass Aktien auch für dich interessant sind? Schau dir diese Grafik an. Du siehst die Entwicklung eines breit aufgestellten Aktienindizes in den USA, dem S&P 500 vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. Die Entwicklung dieses Indizes steht stellvertretend für die Rendite am Aktienmarkt, die über viele Jahre und Wirtschaftskrisen hinweg bei durchschnittlich 8% liegt. Und diese 8% haben auch heute in Zeiten leider sinkender Zinsen und steigender Altersarmut weiterhin Bestand. Sinkende Zinsen hingegen haben das Sparbuch, das Tagesgeld, das Festgeld, die Lebensversicherung und auch die Riester-Rente meist allesamt zunehmend unrentabel gemacht. Unrentabel, weil du wegen niedriger Zinsen und oft auch hoher Kosten, vor allem bei Lebensversicherungen und Riester-Produkten, kaum noch Rendite erzielst. So lag der für Lebensversicherungen und Riester-Produkte maßgebliche Garantiezins bis Ende der 90er Jahre bei 4%. Mittlerweile ist er auf 0,9% gesunken und wird Anfang 2022 weiter sinken auf dann kaum noch existierende 0,25%. Diese 0,25% stehen für die Rendite, mit der du bei Abschluss einer Lebensversicherung oder einer Riester-Rente rechnen darfst. Immobilien wiederum kommen wegen der hohen Preise für viele Bürger erst gar nicht in Betracht. So haben sich die Preise für neue Wohnungen seit dem Jahr 2008 im Schnitt mehr als verdoppelt. Es bleiben für die konservative Geldanlage noch Edelmetalle wie Gold oder Silber, die aber keine laufenden Erträge abwerfen. Vor diesem Hintergrund sind Aktien für deinen Vermögensaufbau nicht nur eine Alternative, sondern eine lukrative Chance. Allerdings genießen Aktien in Deutschland oft keinen guten Ruf. Für viele Sparer kommt das tägliche Auf und Ab der Börsenkurse eine Art Glücksspiel gleich. Von der Furcht vor einem Börsencrash ganz zu schweigen. Der kurzsichtige Blick auf das tägliche Börsengeschehen und die Berichterstattung ist allerdings falsch wie die langfristige Entwicklung des S&P 500 und anderer Aktienindizes zeigt. Ebenso falsch ist die Annahme, dass Aktien nur etwas für gut betuchte Mitmenschen seien. Heutzutage kannst du Aktien besparen, je nach Broker mit Kleinstbeträgen ab 10 Euro, ohne dabei extra Gebühren zu bezahlen. Tausende unserer Mitglieder haben das Sparbuch längst durch die Aktie ersetzt. Allerdings bergen Aktien auch Risiken, diese sind jedoch beherrschbar. Und den Risiken stehen ungleich höhere Chancen gegenüber. Das größte Risiko besteht im Kauf der falschen Aktien. Es gibt Aktien für Spekulanten, für Trader und für Investoren. Wenn du mit Aktien langfristig Vermögen aufbaust, dann bist du ein Investor und sind Qualitätsaktien das Richtige für dich. Wie du diese findest, erkläre ich dir im nächsten Video. Falls du jetzt schon wissen möchtest, wie Aktiensparen in der Praxis aussieht, schau dir das Starterdepot an. In diesem besparen wir 20 Qualitätsaktien mit jeweils 25 Euro im Monat. In Zeiten fehlender Zinsen freuen wir uns über eine Rendite, die sich sehen lassen kann. Ciao!